Moin Moin aus dem Norden, wir befinden uns hier vor dem Landesparlament Schleswig-Holstein, der Arbeitsplatz unseres heutigen Gastes. Gemeinsam mit ihm fahren wir von Kiel nach Lübeck, das Ganze mit dem Zug. Dieser Mann steht für gerechte Bildung, gute Arbeit, starke Familie und für ein modernes Land. Daher treffe ich heute Thorsten Albig, Ministerpräsident Schleswig-Holsteins. Ich freue mich schon. Hallo, moin. Wie geht's dir? Gut. Wer war auch? Ja, wir fahren ja heute nach Lübeck. Genau. Ja, das ist der Schulzzug. Ja, okay. Wir haben dort die Schlussveranstaltung des ersten Teils des Wahlkampfes. Wir hatten eben in Kiel eine sehr schöne, vielen hundert Menschen. Und jetzt machen wir das nochmal in Lübeck mit bestimmt auch wieder vielen Menschen. Damit läuten wir, beenden wir nicht den Wahlkampf, sondern läuten eigentlich jetzt die heiße Phase ein, die letzten drei Tage. Da geht es um alles, weil ganz viele entscheiden sich, warum auch immer das so ist, erst am Ende, wen sie eigentlich wählen wollen. Das heißt, jetzt können wir noch ganz viele Leute überzeugen, zu uns zu kommen. Wir können ja schon mal in die Richtung gehen. Ja. Wir erwarten also ganz viel Spaß und ein interessantes Gespräch, hoffe ich doch. Ja, ganz bestimmt. Sehr schön. Ganz bestimmt. Fangen wir ganz von vorn an. Sie sind in Ostholstein und in Bielefeld aufgewachsen. Das ist richtig, ja. Ich bin in Bremen geboren, mein Vater war bei der Marine. Und dann sind wir nach Ostholstein gezogen, Heiligenhafen. Nachdem meine Eltern sich getrennt haben, da war ich aber schon 13, dann sind wir dann nach Bielefeld, meine Mutter, meine Schwester. Haben Sie denn ein schönes Ereignis aus Ihrem Leben, das Sie uns gerne erzählen können? Ach, ich habe ganz viele schöne Ereignisse, aber mein schönstes fußballerisches Erlebnis war, meine Mannschaft kennenzulernen, lebte ich in Bielefeld. Und dann war das Aufstiegsspiel gegen 1860 München, das wir 4-0 gewonnen haben. Wow. Zum ersten Mal vor 35.000 Leuten Fußball gesehen. Seitdem bin ich übrigens, fragen ja mal viele, warum um alles in der Welt ist der Fan von Arminia Bielefeld. Deswegen, weil in dem Moment so ein Glücksgefühl. Ja, genau. Und das ist ja immer so, dass der Verein sich den Fan sucht und nicht der Fan den Verein. Genau. Und da war es um mich geschehen. Hätte ich gewusst, dass die so oft absteigen, dann hätte ich mir schon überlegt, aber da war es zu spät. Wir hoffen, dass sie noch stabil bleiben. Aber ganz viele andere, wenn man Wahlen gewinnt, ist es toll. Aber die schönsten sind, wenn man Kinder bekommt oder wenn man dabei ist, wenn die eigenen Kinder zur Welt kommen. Das war die schönste Erlebnisse. Nee, das freut mich. Sprechen wir so ein bisschen auch über Ihre Schulzeit. Wie waren Sie denn als Schüler? Oh, so. Oh, mal so, mal so. Also Grundschule war okay. Da war ich ganz gut. Dann bin ich auf die weiterführende Schule gekommen. Das war ein bisschen mühsam. Alle Fächer mal so auf unter 5 gehabt. Nie alle gleichzeitig zum Glück. Aber schon Mathe, Englisch, und Deutsch und Latein in jedem Fall 5 gehabt. Und es war ein bisschen mühsam. Dann war die Trennung der Eltern, dann Umzug. Dann war es schwierig in der neuen Schule. So, und ab der 10. Klasse lief das dann besser. Okay. Und am Ende war es ein sehr gutes Abitur. Mit Abi-Rede im Jahrgang. Perfekt. Also zum richtigen Zeitpunkt Gas gegeben. Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann wollten Sie Lehrer werden, ja? Genau, das habe ich mir aber nicht richtig überlegt gehabt. Das war nur eine kurze Phase. Also eigentlich wollte ich Geschichte studieren. Ja. Habe ich auch. Und dann auf Lehramt. Aber ich merkte, dass ich sowohl kein guter Lehrer bin, als dass ich auch, glaube ich, kein guter Wissenschaftler wäre. Ja. Und dann habe ich dann nach zwei Semestern auf Jura umgeschwenkt. Und das passte auch ganz gut zu mir. Und dann bin ich, glaube ich, ein ganz guter Steuerjurist geworden. Auch wenn ich es gar nicht so lange gemacht habe in meinem Leben, sondern dann ganz viele andere Dinge gemacht habe. Dazu kommen wir gleich noch im Zug, da werden wir gemeinsam noch fahren. Eine letzte Frage. Dann haben Sie ja mit Ihrem Lehramtsstudium abgebrochen. Wie haben Ihre Eltern darauf reagiert? Ich habe das einfach nur erzählt. Also irgendwie so, das war es nicht. Wir müssen einen neuen Plan. Und das passt schon, könnt ihr mir vertrauen, weil bei Geschichte war am Ende immer, die wussten schon, dass ich wahrscheinlich nicht Lehrer werden möchte, sondern eher, wenn, an der Uni arbeite. Aber es war eine Zeit, als die Arbeitsplätze für Historiker auch zu schlecht waren. Und die haben gesagt, du hast so ein sehr gutes Abi, warum machst du denn ein Studium, mit dem du keine Arbeit bekommst? Und ich dachte, ja, das ändere ich jetzt mal, ich mache Jura. Und wenn ich da ein gutes Examen mache, kriege ich auch einen Job.
unterstützt auch. Da hatten ihre Eltern auch ganz viel Vertrauen. Ja. Aber das Lustige war, mein erster richtiger Arbeitsplatz, als ich hinter Steuerjurist war, war eine Schule zu leiten. Weil auch die Finanzverwaltung Schleswig-Holstein gearbeitet. Und die haben auch Ausbildungsstätten, auch Schulen für ihre Mitarbeiter. Und da habe ich in Malente die Landesfinanzschule von Schleswig-Holstein geleitet. Wow. Und da war es ganz witzig, ich war Jurist, aber auf einmal auch wieder Lehrer. Sehr schön. Haben wir noch ein paar Minuten, haben wir noch Zeit hier? Ja. Dann spreche ich nochmal weiter. Politiker und Lehrer sind ja recht ähnlich. Beide ringen ja um die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer. Ja. Beide müssen recht komplizierte Sachverhalte möglichst einfach verständlich erklären. Ja. Genau. Ja, genau. Meinen Sie, ist ein guter Politiker ein besserer Lehrer? Nee, das glaube ich nicht. Lehrer ist ein sehr besonderer und ein sehr schwieriger Beruf. Ein Beruf, bei dem man viele, viele Fähigkeiten braucht, sich auch sehr pädagogisch schulen lassen muss. Wenn du ein bisschen davon als Politiker hast, das schadet nichts. Aber ich habe auch in der Zeit, als ich, das waren so anderthalb Jahre, dass ich dann auch Unterricht gegeben habe, eine Schule, in der ich dann habe ich Recht unterrichtet und Steuerrecht unterrichtet, Zivilrecht unterrichtet bei Schülern. Da habe ich gemerkt, wie anstrengend es ist, Lehrer zu sein. Man hat immer so Vorurteile, die haben viele Ferien und halbtags nur Arbeit. Und dann habe ich gelernt, dass das Dümmste ist, was man so denken kann, sondern dass das extrem anstrengend ist. Ich habe großen Respekt vor dem Beruf. Ja. Und das war auch der anstrengendste Beruf in meiner Laufbahn. Diese anderthalb Jahre wir hatten da vier Klassen, also 30 Schüler. Also 120 Schüler, für die du Verantwortung hast, das war eine große Herausforderung. Und seitdem verneige ich mich für jeden, der diesen Beruf macht. Sollen wir noch ein Stück weitergehen? Ich glaube, da müssen wir hin. Ne? Sieht so aus, ja. Ja, dann haben Sie Rechtswissenschaften studiert. Genau. Wie kam es dazu? Gerade ja, es war die Überlegung, mit welchem Studium kriegst du denn ganz sicher einen Job, wenn du gut bist. Ja. Und da habe ich mir einfach gedacht, Jura, wenn du da ein gutes Examen machst, kriegst du auch einen Job, dann kannst du Richter werden oder Anwalt werden oder in der Wirtschaft arbeiten. Naja, und dann habe ich in Bielefeld studiert, da konnte man sehr zügig Jura studieren, die hatten ein gutes Studiensystem gehabt und habe auch die Zeit wieder aufgeholt, die ich durch das andere Studium verloren habe. Hinterher habe ich ein gutes Examen gemacht und dann habe ich auch gleich einen Job gekriegt. Nebenbei haben Sie sich dann auch politisch engagiert? Ja, ich habe schon am Ende der Schule angefangen, ich bin mit 19 eingetreten in die SPD. Also 19 oder 20? 2 Jahre. Mit 19 Jahren, genau. Und direkt nach dem Abitur bin ich eingetreten und sehr schnell auch schon Ortsvereinsvorsitzender geworden in Bielefeld und eine Menge dann auch so in der Kommunalpolitik gemacht auf ganz kleiner Ebene, was man so macht, so im Ortsteil und Straßenzeitungen machen, Ortsvereinszeitungen machen, Ortsvereinsveranstaltungen diskutieren und im Stadtteil was machen, viele, viele Jahre lang. Kam auch mal der Gedanke auf, die Partei zu wechseln? Die Partei zu wechseln? Ja, nein. Komplett? Gar nicht? Nö. Unter keinen Umständen? Nö, niemals, keinen Tag. Nee, sehr schön. Also viele Tage, wo man sich ärgert über seine Partei, aber dass sich die Hände wechseln wollen, das gab es nicht. Nein. Das freut mich. Ja? Ja, dann sollten wir, glaube ich, auch einsteigen, bevor wir den Zug hier verpassen. Ja, okay. Und dann machen wir dort das Interview dann weiter. Alles klar. So, Herr Albig, jetzt sind wir schon auf dem Weg nach Lübeck. Machen wir weiter im Interview. Sie waren ja danach in der Stadtverwaltung und Landesfinanzschule, wo Sie danach als Referent beim damaligen SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine dann angestellt waren. Welche Erfahrungen haben Sie denn unter Herrn Lafontaine gemacht? Das war eine spannende Zeit. Das war die Zeit, er ist 95 Parteivorsitzender geworden, 96 bin ich zu ihm gekommen. Von 96 bis 98 haben wir die Partei komplett neu aufgestellt, sie siegfähig gemacht für die Bundestagswahl 98. Lafontaine und Schröder am Ende ein Tandem und wir haben die Wahl haushoch gewonnen. Stimmt. Mit über 40%. Das war eine tolle Zeit. Ja. Später waren Sie Stadtrat in Kiel und Werkleiter des dortigen Abfallbetriebes.
Auch, genau. Genau, ja. Und 2004 wurde ihm dann der Feuerwehrenkreuz in Bronze verliehen. Das stimmt, ja. Ne? Aber brauchen Sie, also ich, mir kommt jetzt der Eindruck, dass Sie schon viel Abwechslung brauchen. Haben Sie Angst vor Langeweile? Nein, ich habe aber nicht so viel Langeweile gehabt bisher in meinem Leben. Ich habe viele spannende Aufgaben gehabt. Ich war viele Jahre bei der SPD, da bin ich 94, bin nach Berlin, nach Bonn gegangen, 96 zur SPD. Da bin ich am Ende bis 2001 geblieben, also 5 Jahre, mit Lafontaine und dann mit Eichel gearbeitet. Da war ich bei einer Bank in Frankfurt. Dann bin ich Stadtrat geworden in Kiel für Finanzen, für Kultur, für Personal, für Ordnung, für Abfallwirtschaft. Dann bin ich Sprecher von der Steinbrück geworden. Stimmt. Dann haben Sie ja schon auch 5 Jahre gemacht, 4 Jahre gemacht. Und dann wurde ich direkt gewählt Oberbürgermeister hier. Und von da aus nach 3 Jahren dann Ministerpräsident. Wow. Also schon alles durchlebt. Eine Menge mitgemacht, viel Erfahrung gesammelt. Hilft einem im Leben, Dinge auch besser beurteilen zu können. Was waren vielleicht auch die schönsten Momente in der Politik? Ja, in der Politik sind immer schön, wenn du gewinnst. Es war sehr schön, 98 die Bundestagswahl zu gewinnen, ein kleiner Teil davon zu sein, damit auch mitgemacht zu haben. Es war sehr schön, die Oberbürgermeisterwahl direkt zu gewinnen. Das ist nochmal was Besonderes, wenn man direkt gewählt wird. Also nicht nur die Partei, sondern du auch für deine Partei gewählt wirst. Aber Ministerpräsidentenwahl oder die Wahl vor 5 Jahren war auch sehr schön. Es war dann zwar sehr eng und sehr knapp, aber die Mehrheit hat dann 5 Jahre gut gehalten. Sehr schön. Kommen wir zum Aktuellen. Die SPD lag ja längere Zeit als untergehendes Schiff. Und Martin Schulz soll die Schäden gesehen haben und soll sie auch beheben. Sie stehen auch dahinter. Wieso sind Sie sich da so sicher, dass er die Schäden beheben wird? Er ist der richtige Mann zur richtigen Zeit. Ich habe ja schon vor einiger Zeit deutlich gemacht, dass ich glaube, dass Sozialdemokraten keine Personality-Wahlkämpfe führen sollten, sondern immer Inhaltswahlkämpfe. Und da wir eine Partei sind, die auf Gerechtigkeit aufbaut, das ist unsere Wurzel, unsere DNA. Und wir immer in allen Zeiten der Geschichte auf Ungerechtigkeiten treffen. Selbst wenn wir schon länger regieren, gibt es Ungerechtigkeiten, weil das, was wir leisten können, eben immer weniger ist, als von draußen Ungerechtigkeiten in eine Gesellschaft reinkommt. Ist es richtig, Gerechtigkeit zum Thema der Sozialdemokratie zu machen? Das kann man immer wieder neu interpretieren, hat es mit Bildung zu tun, hat es mit Wohnen zu tun, hat es mit Infrastruktur zu tun, mit Energiepolitik zu tun. Aber ich kann es immer ableiten aus dem Gerechtigkeitsthema. Flüchtlingspolitik hat viel mit Gerechtigkeit zu tun, wenn nicht überwiegend. So, wenn wir das in den Mittelpunkt stellen, dann glaube ich, wird die SPD auch wieder erfolgreich sein. Und er ist ein Gesicht, bei dem die Menschen mir zurückmelden, den halten wir für einen glaubwürdigen Vertreter einer solchen Idee von Gerechtigkeit. Warum auch immer das bei ihm mehr ist als bei anderen, das ist manchmal auch ein Zufall oder ein Momentum, das man nutzen muss, dass man jetzt gerade so ein Zeitfenster hat, durch das man durchspringen muss. Das hat er getan, war zum rechten Zeitpunkt da. Sigmar Gabriel hat auch zum richtigen Zeitpunkt Personalveränderungen dann möglich gemacht. So, das hilft uns. Jetzt sind wir erst 100 Tage im Amt. Nochmal tschüss sagen. Genau. Und wir sind fast 10 Punkte höher als vor 100 Tagen. Das ist ein gutes Ergebnis. Ja, sehr schön. Ja, auf der einen Seite heißt es, dass den politischen Parteien in Deutschland gerade charismatische Persönlichkeiten fehlen. Und auf der anderen Seite sagt man auch, dass gerade Worte nichts bringen oder bewirken. Sie sind ein Mann der Worte. Wieso sind Ihnen gerade Worte wichtig? Naja, Worte bewegen natürlich immer etwas. Wir bewegen immer nur mit Worten. Nützen die Worte allein nichts, wenn keine Taten folgen. Aber Menschen überzeugen kannst du immer mit Worten mehr mit als mit allem anderen. Das war in den ersten Momenten der Genesis so. Das ist auch noch in den letzten Tagen der Altgeschichte wird es so sein, dass Worte uns veranlassen, Dinge zu tun. Worte uns veranlassen, an Menschen zu glauben. Worte uns veranlassen, uns von Menschen zu lösen. Zu vertrauen oder zu misstrauen, sind immer Worte. Und er ist jemand, dessen Worten man glaubt, weil seine Persönlichkeit authentisch ist, er ist integer.
Und er ist ein bewusster Sozialdemokrat mit einer Geschichte, die nicht so wirkt, als sei sie künstlich, sondern ist eine sehr ehrliche, auch mit Fehlern verhaftete Geschichte, wie wir sie alle haben. Und das hat er auch. Und dazu steht er auch. Und das macht ihn, glaube ich, so überzeugend. Ja, sehr schön. Ja, viele Pressevertreter urteilen über ihr Auftreten, dass sie selbstbewusst, ehrgeizig, zielstrebig seien. Sind das die drei Eigenschaften, die man als erfolgreicher Politiker braucht? Nee, selbstbewusst solltest du schon sein. Wenn du deiner selbstbewusst bist, wie willst du andere überzeugen können? Zielstrebig ist, glaube ich, auch nicht ganz verkehrt. Ja. Ich habe eine klare Vorstellung, wo ich nicht hin will. Man muss immer in der Lage sein, immer wieder das Ziel zu hinterfragen. Nicht das Ziel so absolut zu setzen, dass du nicht irgendwann merkst, es war falsch. Mhm. Kann ja mal passieren, dass man sich vertan hat im Zielhafen. Da musst du auch korrigieren können. Ehrgeizig ist ja meist mit einem negativen Unterton gemeint. Der meint das gar nicht so, sondern verfolgt eigentlich nur, dass sein Bankkonto höher wird. Ja. Das gilt für mich nicht, sondern mir ist wichtig, dass ich mit den Aufgaben, die ich erledige, was bewegen kann. Da bin ich dann schon ehrgeizig. Das will ich auch erledigen. Aber viele, die so die Karriere, wie Sie eben beschrieben haben, sagen, ach, der war ja nie 100 Jahre an einer Stelle. Das stimmt. Aber das musst du auch nicht. Du musst nicht 100 Jahre an einer Stelle sein, sondern manchmal gibt es Gelegenheiten, weiterzugehen im Leben. Aber nicht, weil du am ersten Tag so eine Karriereplanung hast, die da genau hinführt, sondern du stehst mal vor der Tür und dann hast du einen kurzen Augenblick Zeit zu sagen, gehe ich rein oder bleibe ich draußen? Und ich bin mutig genug, ab und zu sagen, da gehe ich rein. Sehr schön. Ja, eines Ihrer Hauptziele ist es, neues Vertrauen in die Politik und ihre Akteure zu schaffen. Eines Ihrer Wahlkampfmottos lautet ja auch, Politik muss wieder verlässlich sein. Ja. Aber gehört gerade Polemik, Lüge und solche Sachen nicht auch zum politischen Geschäft dazu? Sie sind Teil von Politik, aber man könnte Politik auch ohne sie machen. Ich mache Politik ohne sie und es geht auch. Aber ich bin nicht so naiv zu behaupten, dass das nicht so wäre. Es gibt welche, die lügen, es gibt welche, die unehrlich sind, die Versprechen machen, von denen sie wissen, dass sie nicht einhalten werden. Und das versuchen wir nicht zu tun. Wir irren auch, aber das ist was anderes als unehrlich zu sein. Es ist immer die Frage, ob du in dem Moment, wo du Dinge sagst, davon überzeugt bist, dass du sie erreichen kannst, dass es geht. Selbst bei uns kann es passieren, dass wir nach 3 Jahren feststellen, wir haben das falsch eingeschätzt. Das war aber keine Unehrlichkeit, sondern es gehört zu dem normalen Trial and Error in jedem Leben. Aber wir sind nicht alle wie bei House of Cards. Wollte ich gerade sagen. Das ist nicht das Role Model für Politik. Ne, sehr schön. Da bleiben wir auch bei gerade House of Cards. Was machen Sie gerne in der Freizeit? Serien gucken? Ja, gucke gerne Serien tatsächlich. Sehr schön. Ich gucke viel bei Netflix oder Amazon und mag Serien gerne, auch House of Cards übrigens, die ich gern gesehen habe. Game of Thrones aber noch viel lieber. aber auch viele andere, wenn die Zeit es zulässt abends. Das Schöne an den Serien mittlerweile ist ja, dass ich sie gucken kann, wenn ich Zeit habe und nicht warten muss, bis deren Zeit und meine Zeit zusammenpassen. Und dann passt es gut zu meinem Lebensmodell im Augenblick, weil ich zu normalen Fernsehzeiten eben selten zu Hause bin. Ich lese gerne, ich höre gerne Musik. Ich gehe gerne in Konzerte. Gestern war ich erst in einem wunderbaren Udo Lindenberg-Konzert. Ach so. War ganz großartig, gestern Abend. Ja, ganz normal, wie bei anderen Menschen auch. Und wie sieht es dann mit Sport aus? Auch sportlich dann auch aktiv? Oder? Nur ein bisschen Fitnesstraining, 3-mal die Woche im Kraftstudio, um ein bisschen den Rücken zu stärken und die Haltung zu festigen. Ne, sehr schön. Mehr schaffe ich leider nicht. Ja. Und Sie haben 2 Kinder. Ja. Hatte ich mir gelesen. Was sagen Sie dazu, dass Ihr Papa Ministerpräsident ist? Ja, jetzt nicht mehr so viel, also. Sind schon groß jetzt. Ich glaube, das 19, mein Sohn ist 25. Ja. Für die war das aufregender, als ich Oberbürgermeister wurde. Waren sie kleiner und haben es zum ersten Mal erlebt, dass Papa auf 1000 Plakaten steht. Jetzt haben die sich daran gewöhnt und jetzt leben sie auch an anderen Stellen. Und das ist, die beobachten das mit Wohlwollen, glaube ich. Vielleicht noch eine letzte Frage hier im Zug. Sie sagen, dass jeder Ministerpräsident werden kann, wenn er es möchte und wenn er es versucht. Können Sie aber auch die Frustration vieler Jugendlicher mit Migrationshintergrund verstehen, denen auch Steine in den Weg gelegt bekommen, wegen ihres Aussehens, Namens oder Zugehörigkeit? Ja, natürlich kann ich die verstehen. Das ist übrigens etwas, was wir in
allen Zeiten der Geschichte der Menschheit haben, dass jede Form von Fremdheit zur Ausgrenzung führt. Richtig. Und Fremdheit macht sich fast immer fest an äußerlichen Merkmalen. Und es ist auch keine deutsche Erfindung. Das ist in einer türkischen Gesellschaft so, in einer afrikanischen Gesellschaft so, in einer amerikanischen Gesellschaft, überall. Dass Obama der erste farbige Präsident war, hat viel damit zu tun. Dass immer noch was Besonderes war, dass jemand mit dunkler Hautfarbe ein solches Land anführt. Und dass Frauen in Regierungsämtern sind, ist immer noch eine Besonderheit. Das hat auch was damit zu tun. So, die Frage ist, was lerne ich daraus? Also ich fange erst an, bis wenn die Gesellschaft total inklusiv ist, integriert ist, oder widersetze ich mich zur Wehr, sage ich, akzeptiere das nicht. Und das ist meine Erwartung auch an junge Menschen, auch in Deutschland, auch mit, was auch immer das sein mag, Migrationshintergrund. Ich bin immer unsicher, also wenn ich auf junge Menschen mit türkischen Wurzeln treffe, die viel länger in Kiel und Schleswig-Holstein leben als ich. War lange ja woanders und bin wieder zurückgekommen. Wer hat den größeren Migrationshintergrund? Ich oder die? Weiß ich immer gar nicht. Die sprechen genauso ein Deutsch wie ich. Die haben eine genau solche Ausbildung wie ich. Warum haben sie einen Migrationshintergrund und ich nicht? Und meine Eltern kommen aus, mein Vater kommt aus Franken, aus einem kleinen Dorf. Da sah die Großmutter, meine Großmutter, auch nicht viel anders aus, als Großmütter in Anatolien aussah. Meine Großmutter hat immer einen Kittel an, immer ein Kopftuch auf. Das ist erst in den 70er Jahren gewesen, Ende der 60er, Anfang der 70er. Also da sahen Familien in unseren Dörfern auch nicht so aus wie heute. So, habe ich jetzt Migrationshintergrund? Habe ich keinen? Weiß ich immer nicht genau. Also sich auch nicht festlegen zu lassen auf diese Rolle, sondern dann schon zu sagen, so, okay, das mag so sein, das ist schwerer. Und dann kämpfe ich dagegen. Es mag so sein, dass es immer noch welche gibt in Kiel, dann, wenn da eine Gartenapostelzahl steht, dann hast du schwerer. Dann ist nicht zu akzeptieren, dann auf Orte und Momente zu warten und sagen, ich zeige denen, was ich kann. Ja. Manche Arbeitgeber, wie die Stadt zum Beispiel, in der ich Verantwortung hatte, die haben dann anonymisierte Verfahren eingeführt, dass man eben nicht in der Bewerbungsmappe die Postleitzahl sieht. Aber auch die Menschen selber müssen sich einsetzen. Es hat mich immer geärgert, dass sich viel zu wenig junge Türken bei der Stadt bewerben für einen Job. Es müssten viel mehr Bewerbungen sein, als die wir kriegen. Und die Antwort ist immer, ja, wir werden ja sowieso nicht genommen. Aber da ist die Schere schon eine Stelle früher. Schon beim Absenden der Bewerbung ist die Schere da. Gar nicht erst beim Auslesen, sondern die schicken die mir gar nicht. Weil sie selber denken, geht sowieso nicht. Nee, das geht nicht. Die müssen kämpfen. Ja, manchmal muss man ein bisschen mehr kämpfen. Aber andere mussten immer auch kämpfen. Auch unsere Väter und Mütter mussten kämpfen. Und gegenüber deren Kämpfen sind unsere Kämpfe nicht mehr so schwer. Von daher würde ich kann die Frustration verstehen, aber nicht das Resignieren würde ich nicht verstehen. Nee, also es war auf jeden Fall eine interessante Fahrt und bedanke mich auch hier schon. Und die Überraschung werden wir dann in Lübeck bekommen. Danke. So, herrlich. Vielen Dank für Ihre Zeit heute, dass wir Sie begleiten durften. Gerne. Und zum Schluss unserer Sendung, wie es immer ist, würden wir Sie gerne mit dem Mein Vorbild Award auszeichnen. Ja, gerade für Engagement, unglaubliches Engagement für die Politik und die Demokratie. Danke. Und es freut uns sehr, dass Sie sich gerade für Humanität, Zusammenarbeit, soziale Gerechtigkeit einsetzen und viel Erfolg weiterhin. Das freut mich sehr. Vielen Dank.